Frauenkind sind ausgeflogen, die sind jetzt bei Freunden und ich habe mir einfach mal überlegt, ich fahre mal in die hiesigen Moore und besuche diese mal und ich bin gespannt, was ich alles finden werde. Wir sind am ersten Weiher noch nicht angekommen und ich weiß wirklich noch gar nicht, was mich heute erwartet. Vielleicht finde ich ja einen Sonnentau, vielleicht finde ich Schwackenmoos, vielleicht finde ich Wasserschläuche, schöne Tiere. Vielleicht finde ich auch gar nichts und ich kann euch ein Video zeigen, wo ich euch hier in Franken einfach ein paar alte Karpfenteiche zeige, die schon sehr, sehr alt sind. Und hier im Aischgrund, wo ich jetzt bin, ist es so, dass man schon sehr, sehr früh angefangen hat, Karpfen zu züchten. Und mit der Zeit hat man einige Teiche aufgegeben, viel Wald ist entstanden. Und dadurch, diese Weiher haben keinen natürlichen Zulauf, sondern werden nur von Regenwasser gefüllt. Und mit der Zeit, und weil sie halt eben auch durch Kiefernwälder hier umgeben sind, ist das Wasser sehr sauer geworden. Und es sind Moore entstanden. Und heute bin ich halt eben auf dem Weg zu diesen Mooren. Es gibt hier unzählige. Ich kann euch das mal auf einer Karte dann zeigen, die ich euch einblende, wie viele es hier in dieser Umgebung gibt. Und ich bin jetzt auf dem Weg dahin zu einigen ausgewählten. 4 Stück habe ich heute mir ausgesucht. Die fahre ich ab und werde mal schauen, ob ich da ein paar Fleischreste Pflanzen, Schwagnum oder andere Tiere finde, die ich euch zeigen kann. Und vielleicht regt es euch an, auch hier in die Umgebung zu kommen für ein paar Wanderungen. Es ist zwar wirklich sehr kalt, jetzt im Mai noch, es ist Ende Mai wohlgemerkt, aber hier die Wildblaubeeren, Heidelbeeren, setzen alle schon Früchte an. Auch sehr schön zu sehen. Und wir sind angekommen. Noch durch Bäume versteckt, aber hier könnt ihr ihn erahnen. Und ich habe in der Tat Schwaggenmoos gefunden. Wichtig ist, dass man die Fläche hier nicht betritt, weil die sehr weich ist. Aber wir zoomen mal ran. Wenn wir jetzt hier rauszoomen, sehen wir, dass die gesamte Fläche voller Schwaggenmoos ist. Sehr, sehr schön. Ein erster Erfolg, ich habe Schwaggenmoos gefunden und das sieht hier wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Es gibt keine Menschen hier morgens um 8, obwohl Feiertag ist. Und wir fahren jetzt zum nächsten Moorweiher. Es trifft zwar meinen Musikgeschmack in keinster Weise, aber wenn du hier aus Franken, Bayern kommst, solltest du das Lied kennen. Im Dexendorfer Weiher wohnt der weiße Hai. Im Dexendorfer Weiher, da schwimmt der weiße Hai. Der frisst die Leute massenweise und denkt sich nichts. Und dieser weiße Hai liebt Kitzmannbier. Und der Bürgermeister beschließt, damit der weiße Hai keine Menschen mehr frisst, die im Weiher schwimmen gehen, ihnen das gesamte Bier der Stadt zu geben, der Produktion. Aber die Leute sind dann so unzufrieden, dass sie diesen Deal mit dem Hai nicht mehr machen möchten und dem Hai somit das Bier verwehren. Und der Hai ist so böse, dass er weiterhin
Menschen frisst, die im Dexendorfer Weiher schwimmen gehen. So, wir sind nun an Ort Nummer 2. Und leider ist ja so dermaßen nass, dass ich mir schon ganz nasse Füße geholt habe. Ah, das ist natürlich nicht. Ja, hier bin ich jetzt natürlich auf dem Weg und suche ein bisschen Schwaggeln, beziehungsweise vielleicht finde ich ja hier Sonnentaue. Da bin ich mir aber, ist aber relativ unwahrscheinlich. Aber schaut euch mal diese Gegend an. Diese Wiese ist wunderschön. Das war wohl nichts. Ich habe versucht, Frösche zu fotografieren, weil sonst nichts ist. Und das einzige Foto siehst du hier, das habe ich auf 15 Meter gemacht. Wenn du eine Idee hast, wie man Frösche fotografiert, ich habe keine Ahnung. Die riechen dich auf 500 Meter Entfernung und springen ins Wasser und du siehst sie nicht. Naja, auf zu Nummer 3. So, angekommen beim dritten Weiherverbund, kann man sagen. Hier der linke Weiher, der schon völlig versandet. Hier ist kaum noch Wasser drin, nur noch totes Schilf. Das wird wahrscheinlich bald austreiben, beziehungsweise der wird bald austrocknen im Sommer. Dann wächst hier nichts mehr außer Gras. Also Schwaggeln haben wir hier auf keinen Fall. Wenn wir dann hier auf den gucken, der sieht natürlich schon viel besser aus, aber der ist auch schon teilweise sehr versandet, verschlammt. Aber hier ist noch Wasser drinne. Schade, 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 schade. Und leider befindet sich hier eine Bundesstraße und die ist, deswegen ist es ein bisschen laut. Schauen wir uns mal ein bisschen rum. Ziemlich unzufrieden hier auch. Hätte mir hier echt mehr erwartet, mehr erhofft. Ist aber Google Maps vielversprechend aus. Letzte Schwaggenüberreste habe ich hier noch gefunden. Aber ansonsten, man muss auch bedenken, es hat sehr viel geregnet in den letzten Tagen, Wochen. Und trotzdem sieht das hier so aus. Für den Sommer befürchte ich sehr Schlimmes, dass das hier nicht mehr so schön aussehen wird, sondern alles wird vertrocknet sein. Und natürlich für Rot- und Sifolia, Intermedia und Anglica habe ich überhaupt nicht gelesen, dass ich hier mehr vorkomme, sondern nur Rot- und Sifolia. Und selbst die hat nicht mehr so viele Plätze, wo sie wächst. Und wenn das hier so aussieht im Sommer auch, dann richtig trocken ist, das gibt es keine Chance. Da muss man sich mal mit dem Naturbund in Verbindung setzen, wo denn Rot- und Sifolia wächst und ob vielleicht mal Intermedia anpflanzen könnte, ansiedeln und Anglica. Mal gucken. Aber guck mal, ich habe hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schwaggen gefunden. Sehr, sehr schön. Was dem geübten Auge natürlich sofort auffällt, ist, das Schwaggnum ist hier die ganze Zeit in der prallen Sonne. Keine Chance, dass irgendwie mal Schatten dazu kommt. Von daher, falls ihr Schwaggnum zu Hause züchtet, Sonnenschein und immer feucht von unten. Das reicht aus. So, das war der dritte Weiher. Zum vierten werde ich jetzt nicht fahren, weil die Zeit doch etwas knapp wird. Meine Frau und Kind kommen gleich bald nämlich nach Hause. Und ich hatte versprochen, ein bisschen Haushalt zu machen. Und das schaffe ich zeitlich sonst nicht mehr. Ich werde im Sommer, ich denke mal im Spätsommer, hier überall nochmal hinfahren. Um mal zu sehen, wie sich die Weiher verändert haben. Weil jetzt haben wir noch, Frühsommer kann man es nicht nennen, jetzt haben wir Spätfrühling. Und dann schauen wir mal, wie sich hier das Schwaggen verändert hat. Denn ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Und vielleicht finde ich dann ja die eine oder andere Rot- und die Folie, denn es war wirklich kalt und die haben sich noch nicht so gut entwickeln können, wahrscheinlich. Und deswegen findet man sie jetzt auch nicht. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin etwas aus der Puste, weil ich mich jetzt beeile und es geht bergauf. Bleibt gesund und bis bald.